Okay, meine Damen und Herren, einen recht herzlichen guten Morgen, guten Tag oder auch gute Nacht zu einer weiteren FX-Finanzmarkt-Setup. Mein Name ist immer noch Daniel Gelsch aus dem schönen Stuttgart. Am Wochenende, den 14. September 2013, am Samstagnachmittag. Ja, ich möchte euch heute hier und jetzt mal ein weiteres Finanzmarkt-Setup mit auf den Weg geben, eine weitere Aktie vorstellen, beziehungsweise eine alte nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. Und ja, euch einfach eine Handlungsmöglichkeit mit auf den Weg geben. Heute hier und jetzt handelt es sich um die Facebook-Aktie, die am Wochenende oder am Freitag gestern schloss bei 44,27 aktuell steht. Und wir sehen hier, dass wir nach der letzten Quartalsbericht hier diesen fulminanten Aufstieg hatten. Die Facebook-Aktie, wenn wir mal hier zoomen, auf in neuen Höhen, zu neuen Höchstkursen, bis Mittwoch, gestern Donnerstag nochmal höher geklettert, Freitag gestern etwas runtergekommen, nichtsdestotrotz sehr steiler bullischer Aufwärtstrend. Die Frage, die sich natürlich stellt, wie handeln oder was machen? Falls ihr noch long seid aus dem Frühjahr dieses Jahres, hier unter bzw. über dem letzten Gap, falls ihr euch lang positioniert habt, hier den Gap vom Juni letzten Jahres, hier im Frühjahr, falls ihr euch positioniert habt, hier drüber wunderbar long bleiben oder noch von sogar ja, Herbst 2000, also sogar noch vom Herbst letzten Jahres, ja, genau, falls ihr da um die 20 oder eben dann hier um die 25 bis 30 eingestiegen seid. Wie dem auch sei, würde ich auf jeden Fall long bleiben, aber nachkaufen würde ich jetzt hier zu diesem Niveau die Aktie ehrlich gesagt nicht. Denn, wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, technisch, hier sehen wir den Ausbruch nach oben, der kam halt, der kam zum einen, genau, der kam, wo haben wir es denn? Falsche Template, falsche Bild. ABC, ja, machen wir es so rum, genau. Der Ausbruch hier nach oben manifestierte, wenn man so will, hier eine ABC-Welle. Also A ging nach oben, B, C und jetzt dürfte D. Vielleicht haben wir auch am Donnerstag, Freitag, Dienstag, Freitag, Donnerstag, Freitag, also Mittwoch, letzten drei Handelstagen, so etwas wie ein D hier, eine D-Welle hier manifestiert, sodass die Facebook-Aktie auch etwas runterkommt. Genau hier, das war das Template, was ich euch zeigen wollte. Hier haben wir es nach dem letzten Quartalsbericht. Der nächste Quartalsbericht steht im Oktober bevor, also in gut zwei, drei, vier Wochen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zahlen wieder so gut werden, dass die Facebook-Aktie einfach nach oben durch die Decke geht. Von daher habe ich hier halt mal A, B, C eingezeichnet und eben zwischen B und C, also zwischen 39,25 Dollar und 35,95, zwischen diesen 4 Dollars, also unter 40, wenn man so will, 35,40, grob gesagt, könnte sich wieder lohnen, die Facebook-Aktie zu kaufen. Also hier reinkaufen würde ich nicht. Wenn ihr drin seid, wie gesagt, seit Anfang des Jahres oder eben Herbst letzten Jahres, einfach in diesem Fall long bleiben und spätestens aber hier bei 32,45 bei A nach dem Ausbruch, nach diesem Riesengap, das Stopp setzen, je nachdem, wie hoch euer Risikoappetit ist. Okay, das war's mit der Facebook-Aktie. Ich werde sie in diesem Jahr auch nicht mehr analysieren oder auf meiner Watchlist haben. Von daher laufen lassen. Und ich werde euch in Zukunft nächste Woche, übernächste Woche eine andere Aktie vorstellen. Ja, das war's mit den strategischen Gedanken für den Finanzmarkt für diese Woche. Halten wir vielleicht nochmal fest, Facebook-Aktie, long bleiben, falls ihr long seid, falls ihr nicht in die Aktie investiert seid, würde ich sie nicht blind kaufen am Montag. Ich würde abwarten zwischen 39,25 und 35,95, also zwischen dem B und C hoch nach dem Gap, würde ich abwarten, Facebook-Aktie kaufen. Stopp würde ich spätestens hier setzen, 32,45. Und natürlich aufpassen, ich habe jetzt nicht den genauen Termin für den nächsten Quartalsbericht, 1. Oktober, also in der ersten Oktoberwoche, dürfte er dann turnusgemäß wieder kommen oder Ende oder im Oktober auf jeden Fall.
Ob in der ersten und letzten Woche wird man dann sehen. Informiert euch bitte selbst darüber. In diesem Sinne danke ich euch für Aufmerksamkeit. Einen recht herzlichen guten Morgen, guten Tag oder aber auch gute Nacht. Wünscht euch Damir Galic aus dem schönen Stuttgart am Samstag, den 14. September 2013, mit besten Wünschen und besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Und in der nächsten Woche werden wir dann tagtäglich wieder, werde ich euch wieder tagtäglich technische Analyse Videos während der Handelszeit an der Frankfurter Börse hochladen. Bis dann.